Nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz gestern in einer Pressekonferenz die Ungleichbehandlung bei der Impfstoffvergabe in der EU aufgedeckt hat, gehen in ganz Europa die Wogen hoch. Kurz hat in einem gemeinsamen Brief mit 4 Amtskollegen einen EU-Gipfel zum Thema Impfstoffverteilung gefordert. Damit alle EU-Staaten ihre Impfziele für das zweite Quartal erreichen, soll EU-Ratspräsident Charles Michel so bald wie möglich einen Gipfel abhalten, heißt es in dem am Samstag veröffentlichten Schreiben des Premiers von Österreich, Tschechien, Slowenien, Bulgarien und Lettland an die EU-Spitze. Hinter den Kulissen gehen freilich auch in Österreich die Wogen hoch. Das Gesundheitsministerium widerspricht der Kritik von Kurz an der Verteilung von Impfstoffen unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Verhandlungen über die Verteilung seien ausgewogen und transparent gelaufen, sagte Generalsekretärin des Ministeriums Ines Stilling. Alle Mitgliedstaaten, also auch Österreich, hätten die Möglichkeit gehabt, freie Vakzinkontingente zu kaufen. Es gibt keine Basarmethoden. Laut OE24-Informationen hätte das Gesundheitsministerium im Steering Board der EU 100.000 Impfdosen mehr für Österreich bestellen können und hat eben das nicht gemacht. Verantwortlich dafür sind Impfsonderbeauftragter Clemens Martin Auer, der als stellvertretender Vorsitzender in dieser Steuerungsgruppe sitzt, und die Generalsekretärin Ines Stilling, die Verträge laut OE24-Informationen unterschrieben hat. Beide Beamten wackeln jetzt gehörig. Noch brisanter, Gesundheitsminister Rudi Anschober ist mitten in dieser Impfstoffkrise abgetaucht. Offiziell ist er noch immer in Spitalsbehandlung, heißt es aus seinem Ministerium. Nicht einmal beim Bundeskanzler hebt Anschober derzeit sein Handy ab. Wenn der Minister in seinem Ministerium nicht sofort hart durchgreift, dann wackelt er selber, so der Regierungsinsider zu OE24.